Hey Leute, ich möchte euch ganz herzlich willkommen heißen zu einem neuen Video vom GGC. Und ihr fragt euch sicher schon, wer bin ich? Ich bin der GGC Hypnotics, besser bekannt als Boni oder Bernie. Ich bin auch schon ziemlich lang im German Gamer Clan und nein, der German Gamer Clan besteht nicht nur aus Deutschen. Sina ist ja auch ein Österreicher dabei, wie ich. Wie ihr zum Beispiel wie ihr vielleicht an meiner Stimme erkennt, sondern mein Schweizer auch dabei in den Bulle. Und ich bringe euch heute ein Gameplay von mir gegen den Snipemare, unseren lieben Clan-Leader. Das ist ein One-on-One. Und am Anfang ist meine Taktik eigentlich meistens, die Gegner-Snipe zu rushen. Das heißt, dass der Gegner seine Snipe nicht bekommt und ich dann vielleicht seine Snipe besser nutzen kann als wie er. Weil ich glaube, das erwartet auch fast keiner, dass der Gegner gleich zu seiner eigenen Snipe pusht. Und ja, dann bin ich aber unglücklicherweise gleich gesniped worden von Max und jetzt mache ich gerade den Ausgleich zum 1:1. Und jetzt versuche ich Ring 3 aufzukommen, um eine bessere Sicht haben über das ganze Feld und versuche zu erkennen, wo ist der Max gespawnt, wohin läuft er und dann im Endeffekt ist er über die P Street Ring 2 gelaufen und jetzt versuche ihn halt zu chasen ein bisschen, weil er One-Shot war. Aber er ist irgendwie davon gekommen und jetzt versuche ich halt wieder mir einen Überblick zu verschaffen. Wo kann er sein, der Max? Ich suche ihn halt auf der ganzen Map und Entschuldigung, wenn jetzt ein bisschen zu viel Dialekt dreht oder ich versuche ihn ganz toll, dass ich jetzt da ziemlich gut Hochdeutsch rede, damit ihr mich besser verstehen könnt, meine Lieben. Aber ja, ich habe gesehen, dass er bei meiner Top Snipe war. Und ja, jetzt kann er entweder Shotgun gewesen sein oder auf der Snipe. Und ja, das war bam, ein geiler Nosekill, der mich 2-1 in Führung bringt. Und die Snipes haben gespawnt, das ist jetzt, sind 2 Minuten gespielt. Und das, was er tun wird, habe ich gemeint, ist jetzt direkt gleich über sein Torrent zu Snipe rauflaufen. Aber ich erwische ihn dann auf der Snipe Ramp wieder mit einem schönen Headshot und jetzt muss er Rock spawnen, weil ihn eben bei Snipe gekillt hat und versuche halt mit ein paar Quickscopes und Noscopes den zu treffen und machen dann auch noch One-Shot, aber irgendwie kommen wir wieder davon und er geht zu seinem Health Pack. Und da hätte ich eigentlich gemeint, dass es ein Headshot war, aber anscheinend war es keiner und dann versteckt er sich halt wieder und kommt, glaube ich, jetzt irgendwie davon. Nein, kriegen, glaube ich. Geht die an, die Mann aus, oder was macht er jetzt? Er geht Shotgun, denke ich, ja, und kommt raus und dann holt ihn. Und sind schon 3 Minuten gespielt, seine Snipe war noch nicht weg, also die Munition habe ich aufgenommen und es Rockramp, glaube ich, spawnt und kriegt mir jetzt auch unglücklicherweise drauf, da ich ein bisschen zu schlecht gespielt, die hätte früher in Deckung gehen sollen und natürlich versucht er jetzt eher wieder zu der Snipe zu kommen und die, weil da so viel Munition drin war und die Snipe zu nutzen. Wir wissen ja, der Max ist nicht schlecht mit der Snipe, aber ja. Auf jeden Fall, da versuche ich wieder zu schauen, wohin er geht. Ich hätte jetzt gedacht, dass es Bonfire ist, also liegt schon in die Rocks und jetzt, glaube ich, blinkt er mir, ja, gibt mir einen schönen Headshot und ja, er geht K. Ich spawn in meine Rocks und er kriegt mir wieder down. Was mache ich jetzt? Ich sehe, dass er Shotty Core geht und ich spawn jetzt wieder in die Rocks. Das heißt, er sollte mich jetzt einmal nicht erkennen, aber da hat er mich wieder gesehen und er gibt mir wieder einen Hitmarker und ich glaube, er hätte nicht gedacht, dass ich nochmal rauskomme wie ein Challenge. Jetzt versuche ich ihn natürlich ein bisschen in Deckung zu bleiben und tot zu kriegen. Mit der Nate mache ich ihn, glaube ich, One-Shot und ich glaube, da verarscht er mir jetzt übelst. Also, das hat er verdammt gut gemacht und ich meine halt, der ist irgendwo Main Ramp und derweil ist er auf einmal hinter mir auf der Main Ramp. Das hat er übelst gut gemacht und geht jetzt auch wieder in Führung. Nimmt Halfback auf und geht Richtung Snipe Torrent und ich spawn wieder in die Rocks und ich hasse es in die Rocks zu spawnen. Er hat jetzt auch mein neues Snipe aufgenommen, steht auf meinem P-Shoot und ich weiß nicht richtig, was ich jetzt tun soll. Aber Prediction Shots, um halt ihn irgendwie weak zu bekommen. Und da habe ich gar kein gutes Snipe gehabt, hat mich nie getroffen und jetzt versuche ich ihn halt wieder zu Tode zu chasen. Und da habe ich nicht gewusst, wohin er jetzt rennt. Jetzt S2 und dann sehe ich meine Mainbase und ich schieße
absichtlich nicht, damit er nicht weiß, wo ich bin und jetzt ein leichtes Spiel habe. Er ist One-Shot und dann mache ich den Kill und gleich wieder aus zum 5 zu 5. Ja, er ist jetzt Main Base gespawnt. Die haben gerade kurz gesehen und er macht mir wieder One-Shot und da gehe halt einfach zurück, weil es sich nichts gebracht hat, wenn er jetzt einmal gechallenged hat und er hat wieder einen schönen Nosecope. Damit hat er, glaube ich, nicht gerechnet, dass ich dann nochmal rauskomme. Und gleich hinterher, Nosecope. Jetzt steht es 7 zu 5. Ich habe mich übelst gefreut, weil ich da so zweimal krass genosecoped habe und da wollte ich jetzt einfach zu viel und da kriege ich mich jetzt down und da waren wir gerade in einer Party, der Max und ich, wo wir das One-on-One gemacht haben und ich bin übelst ausgerastet und da wirf ich jetzt aber einen Nate auf die Snipe, weil ich mir gedacht habe, der Max, der wird jetzt sicher zu Snipe gehen und bringen davon ab und machen weak und ich die Snipe in meinen Händen. Da hätte jetzt vielleicht nicht so chasen sollen, aber schau mal, wie sich entwickelt. Jetzt habe ich ihn kurz in seinem Courtyard gesehen. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe, warum ich da erst zugeschaut habe oder sowas. Der hätte durch Schattico auch laufen können und in der Mainbase sein können. Und ich schaue da irgendwie immer auf die Mitte der Map, obwohl er auch in der Mainbase sein könnte. Und so war es dann im Endeffekt auch und er kriegt mir wieder leicht down. Jetzt steht 7 zu 7. Er rennt zu seiner Snipe. Ich hoffe wieder ein paar Nades, vielleicht trifft ihn ja. Und ja, jetzt Rushy Ring 2, sehe, dass er da ist. Er trifft mich und wollte einen Challenge, aber da hat er durch die Wand geschossen. Man hat schon gesehen, das ist der Host von Max da. Ja, aber Halo Reach ist, wenn man einen guten Host hat, dann, das Spiel war eh gut, aber es gibt auch Zeiten, wo der Host einfach nur schlimm ist und man durch Wände schießen kann. Aber ich glaube, das ist fast schon normal. So, da steht er jetzt, sein K und jetzt, ja, das ist eigentlich ein sicherer Kill für mich. Haben One-Shot gemacht, hat sich hinter einem Stein versteckt, hat nicht viele Möglichkeiten gehabt, wegzulaufen. Und ich habe mir gedacht, jetzt bauen sie sich ein Snipe-Tour und schau mal, gleich wieder Snipe, knapper Schuss vorbei. Und dann ein Nosecope. Ich weiß nicht, wenn man das nochmal anschaut, dann merkt man eben überhaupt nicht getroffen. Überhaupt nicht getroffen, den nie getroffen, aber irgendwie connected der Schuss. Und ja, da kriege ich ihn, glaube ich, wieder One-Shot. Und es wäre, glaube ich, auch ein Headshot gewesen, keine Ahnung. Aber der Host war an sich ganz gut. Und ich versuche halt so gut wie möglich One-Shot zu machen mit der Snipe, damit ich ihn dann leicht machen kann, den Kill. So, da war ich mir jetzt ein bisschen unsicher, wo er gespawnt ist. Vielleicht ist er zu meinem Jump abgelaufen, so war es dann auch. Und der Joke hier ein bisschen mit der Snipe und dann macht er auch noch den leichten Kill. Jetzt geht er zu meiner Snipe. Wir schauen auf die Uhr, es ist in 7 Minuten gespielt. Das heißt, er geht sicher zu meiner Snipe und holt meine Snipe. Und ich glaube, das ist jetzt auch die Stelle, wo er mich wieder übelst verarscht. Ich mache einen Weak One-Shot. Und jetzt denke ich mal, hey, der bleibt sicher. Es tut auf einmal Dropdown, gibt mal einen krassen Quickscope, hat er gesagt, war das. So, dann geht er wieder Shotty-Call. Das heißt, er ist Quadiat oder S2, wird halt wieder Nate. Und dann ist er auf meinem P-Shooter. Und da haben jetzt übelst viele Schüsse nicht connected. Oder ich habe ihn getroffen, ich bin mir nicht sicher. Aber natürlich haben sie nicht connected. Und ja, da hat er jetzt Glück gehabt, dass ich ihn in dem Moment nachladen muss. Und da hilft kein Strafe mehr. Der Kill war leicht und er hat ihn gemacht. So, er ist jetzt 11-10-4 und E-Spawn Snipe. Er ist da in meiner Gegend, habe ich gedacht. Er muss da irgendwo sein. Und ja, ich glaube aber, dass er zurück zu seiner Snipe gelaufen ist, oder? Puh, da war ich mir einfach nicht sicher. Und ich glaube, dass sie jetzt irgendwann meine Ra auf meinem K war. Und ich versuche halt wieder in Deckung zu bleiben. Hoffentlich sieht er mich nicht. Und ja, ich versuche mich langsam anzuschleichen. Und dann habe ich ein bisschen Pech gehabt, dass ich jetzt von der Kante runterfliegt. Weil ich nur einmal getroffen habe, jetzt steht er auf meinem K und kann sich wieder zurückziehen. Aber ich glaube, dass er jetzt in die Rocks geht. Und das war schlechte Entscheidung für mich. Weil er weiß ganz genau, dass ich beim Healthpack gestanden bin. Und wenn er mir einmal anslidet, dann kann ich mein Schild sofort wieder aufladen. Das hat jetzt die Plasma ein bisschen mitgehabt und eigentlich wieder ein leichter Kill. Ja, er hat One-Shot. Und dann gehen wir anhand aus. Jetzt habe ich wieder erst Snipe. Ich glaube, dass er Rocks spawnt. Und im ersten Moment sieht ihn gar nicht, aber die Uhr ist 5:15, also
er geht jetzt entweder zu meiner Snipe oder zu seiner Snipe. Und ich merke, er hat sich entschieden, zu meiner Snipe zu gehen. Also baut die einfach auf seinem Car, damit er bei P-Street, damit er bei meiner P-Street vorbeilauft und ihn dann sicher cleanen kann. Dann spawnt in der Main Base Nosecope. Nein, aber dann mit dem hat er, glaube ich, wieder nicht geöffnet. Also, glaube ich, nochmal Challenge. Und dann gehen wir wieder einen nice Nosecope, nice Scope. Und ja, jetzt steht's 13 zu 11. Ich war mir nicht sicher, wo er spawnt. Wir haben ihn im Mainbase gekillt. Das heißt, er kann Rockrand oder, Rocks oder Snipe spawnen. Snipe ist anscheinend nicht spawnt, weil seine Snipe unter Auto war. Jetzt sagt er, hat sicher meine Snipe jetzt. Und schau halt sofort auf meine Snipe. Ob der noch da ist oder nicht. Und ich glaube, sie waren nicht mehr da. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall versuchen wir jetzt wieder einen Überblick zu verschaffen und schauen, wo kann er sein, wo befindet er sich. Und ja, ich habe in dem Moment keine Ahnung gehabt. Ah, und dann haben wir wieder auf meinem Car gesehen und ich versuche halt wieder unentdeckt zu bleiben und kriege mich fast nur, aber ich gehe wieder an leichten Headshot und jetzt steht jetzt 14 zu 11 mir, er spawnt in die Rocks. Und ich wollte halt irgendwie schön beenden, aber ich dachte, ich gebe jetzt einen krassen Nosecode noch und dann fail ich irgendwelche Weakscopes und da habe ich mir jetzt einfach verstecken versucht und es war mir klar, es ist entweder mal Pi oder bewegt sich jetzt zu meinem Window von S2 und das macht er dann auch und ich probiere Quickscopes, Nosecopes und die treffen einfach nicht und jetzt nehme ich die Plasma-Piste, weil ich weiß, ich brauche nur noch einen Kill, vielleicht stick ihn ja mit Glück und ja, eigentlich nicht gut gespielt von mir und jetzt ist er wieder auf meinem Pi, glaube ich, kommt er raus. Oder? Nein. Ring 2 hat er gedacht. Und dann kommt er wieder auf meinem Jump Up. Ja. Ich versuche jetzt hier hinten zu bleiben. Da fehlt Ring 3 Sprung. Ring 3 gehe ich wieder drauf. Und irgendwie war er jetzt gerade beim Pi. Gegen eine One-Shot, aber die macht mich noch aus. Also es steht jetzt 14 zu 13 für mich. Und wenn man auf die Zeit schaut, ist Snipes sind wieder gespawnt. Hat er sich zu meiner Snipe bewegt und jo, da ist es nur der leichte letzte Kill. Ein Geschenk gibt's hinterher mit T-Rex und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, einmal von mir zu hören. Ich persönlich bin immer offen für weitere Commentaries und lasst's mir wissen, falls ihr mehr von mir hören wollt. Okay dann, also macht's gut, Leute.